Und hier ist der Mann, den Sie den David Garrett der Möwentöte nennen. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Genau, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Eine neue Ausgabe, kaum zu glauben. Wir hoffen alle, Sie hatten ein sehr schönes Wochenende. Sonntagabend ist kaum zu glauben Zeit. Und Sonntagabend habe ich immer eine feste Verabredung mit unserem Rateteam, mit Bernhard Hoeker. Guten Abend. Robertus Meyer-Burkhardt. Guten Abend. Stefanie Stumpf. Und Jörg Pihaver. Moin. Und es würde in der Tat keinen Sinn machen, sich ein Rateteam einzuladen, wenn man keine Gäste hätte. Ja, und so haben wir uns natürlich heute auch wieder tolle Gäste eingeladen mit unglaublichen Geschichten. Und los geht es mit Klaus. Herzlich willkommen. Klaus, hallo. Alle sind ja immer neugierig und wollen wissen, warum ist Klaus hier? Ja. So, bitteschön. Für Sie zu Hause und unser Publikum hier im Studio. Das ist der Grund. Gar nichts. Oh, das kam schnell. Ja, es kam schnell. Aber auch Betroffenheit auch. Aber das war kurz. Kurz. Das war kurz. Ja. Das waren drei Worte mehr. Nicht. Ja, und schnell verstanden. Ja. Ja. Auch Mitleid schwang mit. Klaus Pernecker. Ja. Bernhard beginnt. Ja, und auch heute wieder für jeden 45 Sekunden Zeit, seine Fragen zu stellen, die Klaus und alle anderen Gäste nur mit Ja oder Nein beantworten. Für jede bestandene Runde gibt es 200 Euro. Am Ende können es 1000 Euro werden. Ja, ein Ratehinweis gibt es auch noch. Und der lautet in diesem Fall, trotz vieler Körbe stimmte die Chemie. Vielen Dank. Okay. Bernhard. Bitte. Hallo Klaus, guten Abend. Suchen guten Abend. Wir deinen Beruf? Nein. Suchen wir ein Hobby? Nein. Ja, Hobby. Hobby. Ah, du hast also, wir suchen, es hat mit deinem Hobby zu tun. Ist es ein einmaliges Ereignis? Wenn es sein Hobby Nein. ist. Hast du etwas erfunden? Nein. Körbe, hat das etwas mit Basketball zu tun? Ja. Also, du spielst Basketball? Ja, kann man schon Ja sagen. Ist es ein Ereignis, was mit Basketball zu tun hat, was wir suchen? Ja. Hast du etwas, hast du dort eine besondere Leistung vollbracht? Ja. Ein Rekord? Nein. hast du etwas entwickelt? Nein. 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 Nicht in Sinne. So, die ersten 200 Euro. Und Hubertus. War dir diese Leistung etwas peinlich? Nein. Du hast sie angestrebt. Du hast gesagt zu deinen Freunden, ich mach das jetzt. Ja. Haben die Freunde daran geglaubt, dass du es schaffst? Ja. Klar. Es ist etwas, hast du dich in Gefahr begeben bei diesem Experiment? Nein. Hast du es außerhalb des Hauses gemacht? Ja. In einer Turnhalle, in einer Basketballhalle? Ja. Die dafür... waren andere Sportler beteiligt? Ja. Hat die Presse darüber berichtet? War es ein größeres Event? Nein. Nicht. Wir suchen also nach einem Ereignis, was du angestrebt hast und kein Rekord. Nein. Ja. 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 Das kann natürlich sein, dass du immer lange... Das stimmt, die Chemie. Chemie, das Chemie. Ist das, Chemie. Das ist eine zweiteilige Geschichte. Mhm. Okay. Spielt eine berühmte Person mit Ihnen Basketball? Teil der Geschichte? Ja. Ja. Ein Deutscher? Ja. Der jetzt noch in Deutschland lebt? Nein. Nowitzki? Ja. Haben Sie mit Nowitzki zusammen Basketball gespielt? Ja. Und haben Sie ihn auch trainiert? Ja. Sie sind der Trainer von Dirk Nowitzki, bevor er rübergegangen ist? Genau. Ja. Ja. Und? Okay. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte. Der zweite Teil... das an fand ich ja, aber schon gut. An sich schon mal ganz Sie haben gegen ihn gespielt? Nein. Trotz der vielen Körbe stimmt die Chemie. Das heißt, haben Sie... Chemie. Sie haben nicht gegeneinander gespielt. Ah! 600 Euro. Das stimmt, die Chemie. Aber sehr gut, Stefanie. Er hat den
Ich versuche mich mal an der Chemie abzuarbeiten. Stimmt die Chemie? Sind Sie möglicherweise mit Dirk Nowitzki verwandt? Nein. Okay, Sie sind der Entdecker von Dirk Nowitzki? Nein. Oh, haben Sie im selben Verein gespielt? Ja. Stimmt die Chemie? Was hat er mit Dirk Nowitzki gemacht? Also, wir suchen das, was Sie mit Dirk Nowitzki gemacht haben. Ja. Oh Gott, ey, stimmt die Chemie? Er hat ihn trainiert und? Und entdeckt und gefördert. Ach. Und haben Sie ihn möglicherweise in die USA vermittelt? Nein. Nee, das weiß ich nicht. Gebaut. 3D-Drucker. Genau. Ja, jetzt habt ihr aber was zu reden. Jetzt können wir mal überlegen. Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich vermute, dass Sie Dirk Nowitzki so früh trainiert haben, dass er noch zur Schule ging und dass es vielleicht bilateral war. Er hat ihn in Chemie unterrichtet und gleichzeitig Basketball trainiert. Ja, dein Problem ist nur, stimmt lieber nicht. Hubertus, nein, dass Bernhard jetzt den ersten Tipp hat. Ich habe eine Idee. Vielleicht ist es was Zweiteiliges. Aber da du ein guter Kamerad bist. Ich würde niemals deinen Vorschlag übernehmen, ohne es dir vorher zu sagen. Aber ganz kurz, weil den lasse ich dir. Aber hat Dirk Nowitzki irgendwas, ist er tätowiert? Hat er irgendwie besondere Chemie in den Haaren, die Haare frisiert oder sowas? Also, dass er eben nicht nur trainiert, sondern auch die Haare gemacht, tätowiert oder gepierst hat. Hat der irgendwas Bekanntes? Piercing, ich war nicht so dicht dran. Ich war auch nicht so dicht dran. So, Bernhard, ich glaube, dass Sie haben mit ihm zusammen trainiert und es stimmte die Chemie. Sie haben mit ihm das gleiche Deo benutzt. Nein. Von dem er heute noch profitiert. Ja. Nein. Nein. Naja, mein Tipp habe ich gesagt. Sie sind in aller Form. Ich glaube, Sie sind Freund, Chemielehrer oder Mitschüler vielleicht gewesen. Ja, was denn nun Lehrer? Ich muss mich entscheiden. Ich gebe es zu. Sie sind Pädagoge, haben ihn in Chemie unterrichtet, parallel in Basketball begonnen zu trainieren, als er noch Gymnasiast war in, glaube ich, Würzburg. Und so haben Sie also mit trotz der Kürbe auch Chemie. Punkt. Ja, also das wäre mein Angebot in die Runde. Ich glaube, Klaus, das müssen wir gelten lassen, das ist richtig. Ja. Ja, Klaus aus Würzburg hat Dirk Nowitzki in Würzburg trainiert. Und ihn zusätzlich noch durch Chemie-Abi gebracht. Super. Ja, bei dem vielen Training braucht es hier und da ein kleines bisschen Unterstützung. Sehr gut. Klaus Pernicker, Lehrer am Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg. Der Sport spielt bei ihm eine große Rolle. Neben seinem damaligen 2,13 Meter Zögling wirkt Klaus beim Basketball jedoch eher klein. Ich war der Trainer von Dirk Nowitzki und habe ihm durch das Abitur geholfen. Klaus ist Ende der 90er Trainer der Basketballmannschaft DJK Würzburg. Im Team der junge heutige Weltklasse-Sportler. Neben sportlicher Förderung bekommt der Riese von seinem Pauker auch schulische Unterstützung. Ich konnte dem Dirk besonders gut helfen, weil ich eben Biologie-Chemielehrer bin und er hat als Abiturfach eben Chemie-Leistungskurs belegt. Sport war der andere Leistungskurs, den hat er nämlich hervorragend selbst gemeistert. Sportlich einer der herausragendsten gemeinsamen Erfolge der beiden, der Gewinn des letzten und entscheidenden Aufstiegsspiels zur ersten Basketball-Bundesliga 1998. Für uns stand viel auf dem Spiel. Wir wollten unseren tollen Fans den Heimerfolg gönnen und natürlich jetzt die Feier. Die Mannschaft hat es gut rausgerissen und deswegen haben wir es dann gewonnen. Ein lang ersehnter Wunsch von ihm, Dirk einmal in der NBA für die Dallas Mavericks spielen zu sehen. Also ich würde auf jeden Fall gerne ein Spiel in Dallas noch mal sehen. Es ist ja vielleicht die letzte Saison von Dirk Nowitzki und da möchte ich natürlich beim letzten Spiel unbedingt dabei sein. Ja, Klaus, immer schön das Ziel im Auge behalten. Ja, das war natürlich wunderbar, jetzt diese Bilder noch mal zu sehen. Und auch da ist ja schon zu sehen, ne, dass Dirk sicherlich zu der Zeit schon ein herausragendes Talent war.
Ja, es war verrückt. Also ich habe auch noch mit ihm zusammen in der Bundesliga gespielt. Er war 15, ich 27. Und da war er schon besser als wir alle. Und es war einfach ein Genuss mit ihm, das zu erleben, wie er sich entwickelt hat. Einfach nur traumhaft. Haben Sie Kontakt noch? Also 2011 habe ich ihn das letzte Mal persönlich gesehen. Das war das Meisterschaftsjahr von den Dallas Mavericks. Ich sehe seine Schwester, die Silke, öfters, die hier in Würzburg lebt. Und mit dem Schwager habe ich auch spiele ich U40 noch Meisterschaften und war noch mal deutscher Meister, Seniorenmeister. Also da ist noch viel Kontakt da und da kriege ich schon viel mit. Die Eltern wohnen ja in Würzburg, mit denen habe ich noch auch Kontakt. Aber persönlich habe ich ihn tatsächlich 2011 das letzte Mal gesehen. Erkennen Sie in seinem Spiel, wenn Sie den sehen, manchmal Dinge wieder, wo Sie denken, ja, das hat der damals schon nicht gekonnt oder das hat er damals schon immer richtig gemacht. Oder das habe ich ihm beigebracht. Ja, das habe ich ihm beigebracht. Also er hat eine ganz typische Spielweise, er hat einen ganz tollen Fadeaway-Jumper, einen guten Sprungwurf und den hat er verfeinert und wie alle guten Spieler hat er natürlich auch in Schwächen gearbeitet und hat natürlich auch mit Holger Gschwindner da den deutschen Trainer, der für Einzeltraining einfach der Beste war, gehabt und da hat er sich immer verstärkt. Wo ich mich persönlich sehr freue, ich habe auch mit Maxi Kleber Einzeltraining gemacht, der jetzt der zweite Spieler in Dallas ist und eben auch aus Würzburg kommt. Hätten Sie und mich auch mal trainieren im Basketball, weil wenn das hier vorbei ist, würde ich vielleicht überlegen, noch eine zweite Karriere. Riemenschneider-Gymnasium, Rennwege. Also, stimmt, ich habe schon. Man muss nicht 2,13 Meter sein, um im Basketball erfolgreich zu spielen. Ne? Das kann man deutlich sagen. In diesem Sinne, ja, Glückwunsch zu 800 Euro. Bei 4 Kindern, einer großen Familie und großen Träumen kann man immer ein bisschen Geld brauchen. Ja? Klaus Pernecker aus Würzburg. Basketball ist ein wirklich toller Sport. Ja, also muss man immer wieder sagen. Und Dirk Nowitzki, ein ganz toller und großer Sportler. Ja, eine tolle und großartige Geschichte haben wir euch auch jetzt hier zu präsentieren. Herzlich willkommen, Barbara aus München. Hallo Barbara, guten Abend. So, für alle Mitrategewilligen bitte jetzt die Augen schließen. Hier kommt die Geschichte von Barbara. Das ging aber schnell. Ja, unser unser Publikum ist zu Recht begeistert. Ja. So schnell hatten wir, glaube ich, noch nie Begeisterung. Ja, ja. Besonders so. Hubertus beginnt in diesem Fall. 45 Sekunden. Und der Ratehinweis lautet, Barbara ist eher zuerst auf den Leim gegangen. Ist ihr zuerst auf den Leim gegangen? Ihr. Barbara ist eher zuerst auf den Leim gegangen. Bitte schön, Hubertus. Ich habe jetzt schon eine Idee gemacht. Ich glaube, es spielt eine weitere prominente Figur eine Rolle. Kann es sein? Ja. Wir suchen nach einem Ereignis mit einer weiteren prominenten, mit einer prominenten Figur. Okay, ja. Ist das so? Haben Sie dieses Ereignis angestrebt? Nein. Ist es ein Zufall gewesen? Ja. Ist es eine Politikerin? Nein. Eine Schauspielerin? Nein. Ist es eine Frau? Nein. Ein Mann? Ja. Nein. Ein Tier? Nein. Lassen Sie ihn ruhig weiter, er ist selber schuld. Sie sind die prominente Figur? Nein. Was wie ein Mann? Hallo? Tja. Die ersten 200 Euro. Das wissen. Ich hab nichts. So, Stefanie. Ist es eine Comicfigur? Nein. Ist es eine erfundene Figur? Ja. Eine Rollenfigur? Das ist eine Rollenfigur. Aus dem Film? Nein. Ja, im weitesten Sinne ja, aber nicht hauptsächlich. Ich würde nein sagen. Okay. Sind der Gast. Im Kinderfernsehen? Weiter. Im Kinderfernsehen? Ja. Leim gegangen. Sieht er aus wie ein Plüschtier? Nein. Hat er Fell? Nein. Ist er gelb? Nein. Blau? Nein. Ist er einfarbig? Nein. Auf den Leim gegangen heißt... auf Sie reingefallen? Nein.
Ist doch fast. So, 400 Euro. Gut, wir suchen also eine Figur aus dem Kinderfernsehen. Ja. Gut, was gibt's denn? Teletubbies. Nein, Snoopy. Kennen Sie gar nicht. Kenne ich gar nicht. Das ist Astrid Lindgren. Eine reale Figur? Nein. Eine Comicfigur? Gezeichnete Figur? Ja, eine gezeichnete Figur. Eine gezeichnete, ja. Das sage ich ja zu. Eine gezeichnete Figur. Okay. Eine Person? Nein. Ein Tier? Nein. Hä? Eine Form? Nein. Ach so. Keine Ahnung. Zini, die Kugel. Die einfach nur so. 600 Euro. Aber die Frage Euro. Ist, was damit? Na, dann lass es raus. Ja, ich vermute, es geht um Pumuckl. Ja. Aber. Und? Ja? Haben Sie Pumuckl gezeichnet? Ja. Ja, ja, das ist richtig. Nein, ja, ja. Pumuckl. Wenigstens einer von euch Vieren, der eine schöne Kindheit hatte. Nee, Pumuckl ganz von uns echt. Mit Gustl Beyerhardt. Ja, genau. Ja. Pumuckl versteckt. Der große Schauspieler vom Residenztheater. Ja, ja, ja. Nee, natürlich wurde der Pumuckl erst gezeichnet und dann gab es noch keine Filme. Deswegen, das kam alles. Das war noch ganz anders. Er war erst nur hörbar. Und dann sollte er sichtbar werden. Und da ist die Alice Kaut, die Autorin, zu uns in die Akademie gekommen, wo auch ihre Tochter als Schülerin war, und hat uns gesagt, so Leute, jetzt macht's mal den Pumuckl sichtbar, hat Geschichte vorgelesen und hat uns aufgefordert, was für eine Vision habt ihr? Wir haben ja noch einen wunderbaren Film zu der Geschichte. Ja. Ja. Sie ist die erste Zeichnerin vom Pumuckl, dem Kobold mit dem roten Haar. Barbara von Jonsson aus München. Der Pumuckl wohnt in meinem Herzen, er wohnt in meinen Gedanken, er wohnt in meinem Wuschelhaar. 1963 gewinnt die damals 21-Jährige an ihrer Grafikschule einen Zeichenwettbewerb. Die Autorin Alice Kaut hatte persönlich dazu aufgefordert, ihrer Romanfigur Gestalt zu geben. Es kam die Alice Kaut ins Klassenzimmer und meinte, der Pumuckl müsste jetzt sichtbar werden. Und dann waren wir also alle sehr motiviert, ein kleines Wesen zu malen, nach ihren Vorschriften klein, frech, große Hände zur Nägelkiste runterwerfen und rote Haare natürlich. Barbara muss nicht lange überlegen. Sie hat direkt ein Bild vor Augen. Ich habe wahrscheinlich mein eigenes inneres Bild von mir gemalt. Die vorderen Zähne, ich hatte einen Überbiss, Hohlkreuz und dadurch ein Bäuchlein. Ja, die Ähnlichkeit ist wirklich kaum zu glauben. 15 Jahre lang malt Barbara ihren Pumuckl für Bilderbücher und Hörspielcover. Bis 1978. Als Film und Fernsehen sich für den Rotschopf interessieren, pausiert sie. Ich bin halt in mein eigenes bewegtes Leben zurückgegangen. Und dann hatte ich halt auch meine eigenen drei Pumuckl. Heute sind Barbara und ihr Rotschopf wieder vereint. Derzeit illustriert sie mit Hilfe ihres Sohnes Philipp Pumuckls neueste Klabauterstreiche. Barbara von Jonsson, die Koboldmutter mit dem Silberhaar. Kannten Sie die Pumuckl-Geschichten schon? Nein, ich war eigentlich ein Maulwurf seit eh und wohnte mehr mit Lederhosen bekleidet und unserem Hamsterkäfig und dem Wellensittich in der Hand auf dem Land und habe kein Fernsehen gesehen, nichts. Mhm. Für mich war der völlig neu. Mhm. Darum war ich wahrscheinlich auch noch so unverdorben, so spontan. Wie viele Teilnehmer waren denn an diesem Wettbewerb dabei? So ungefähr 15, 16, 17 und da waren halt welche, die so ein Baby gemacht haben. Oder so eine Bananenfigur, unser Lulatsch in der Klasse mit so langen Armen und roten Haaren und meinten, die haben hiermit den Auftrag von Alice Kaut verwirklicht. Aber meiner kam an, weil er so frech und liebenswert war, wie das die Jury meinte. Und als sie dann mich ins Sekretariat lockten und fragten, ist das Ihr Pumuckl, Fräulein von Jonsson? Sag ich ja. Und jetzt dachte ich, erst ich werde geschimpft, weil ich eine Klorolle aus dem Fenster geworfen habe und geguckt und war so lustig. Und nein, sie haben gesagt, ich habe gewonnen. Und das sage ich. Was? Ich? Da komme ich ja wie die Jungfrau zum Kind. Wir sind sehr froh, dass der Pumuckl Ihnen auf den Leim gegangen ist.
Ja, und dass Sie heute hier bei uns sind. 600 Euro sind es geworden. Für ja? jeden Sohn 200. Ja, das passt doch gut. Herzlichen Dank. Danke. Barbara. Vielen Dank. Dankeschön. Hat bei mir sofort Dann schauen wir mal, ob wir auch unserem nächsten Gast hier mit seiner Geschichte ein Stück näher kommt. Er heißt Benjamin Koren. Herzlich willkommen. Guten Abend. Benjamin, grüß dich. Hallo. Stefanie beginnt. Und hier ist die Geschichte von Benjamin. Das dauert aber. Das ist ein langer Text. Legen wir los und der Ratehinweis lautet, hört, hört. Hat es was mit Kunst zu tun? Ja. Mit Theater? Nein. Mit Worten? Nein. Haben Sie etwas geschrieben? Nein. Was Musikalisches? Nein. Also musikalisch, also ja. Ja, geschrieben, nein. Geschrieben. Hat das was mit Oper zu tun? Nein. Mit Märchen? Nein. Nein oder ja? Nein. Nein. Okay. Kenne ich das? Hoffentlich. Ja, okay, suchen wir, also Sie haben etwas erfunden. Entwickelt. Sie sind der Schöpfer. Mhm. Wo kommt denn Hört, Hört vor? Ist das auch Kinderfernsehen? Nein. Spielen Menschen dabei eine Rolle? Ja. Film? Nein. Hörspiel? Nein. Benjamin, die ersten 200 Euro. Das ist ein Zitat. Mhm. Jörg? Gut, wir versuchen es mal. Benjamin, moin. Moin. suchen wir ein Geräusch? Nein. Ein Musikstück? Nein. Ein Sound? Ja. Gut, ein Sound, den wir alle kennen. Von einem Handy? Nein. Von einem Computer? Nein. 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 Von einer App? Nein. Irgendwas Digitales? Ja. Aha. Von der. Die sind zu jung. Von der Telefonansage? Nein. Okay, für Erwachsene? Nein. Okay. Nicht auch. Also auch für Kinder. Für alle. Ist es für jeden von uns hörbar? Ja. Wir müssen das Gerät rauskriegen. Ja, aber es ist kein Handy, es ist kein Handy. 400 Euro. Handy nicht, Computer. Es geht aber nicht um diesen einen berühmten Sound. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, er hat irgendeinen Klingelton erfunden oder so. Ja, so ist die Richtung. Nee. Okay, suchen wir Ihren Beruf? Ja. Es geht um Sound. Ja. Entwickeln Sie Geräusche? Nein. Die Geräusche, sind die in elektronischen Geräten? Nein. Sind sie in Lebensmitteln, also im weiten Sinne bei Lebensmitteln? Nein. Ja, das Knacken von Tüten zum Beispiel. Ja. Genau. Fahrzeuge? Nein. Im Alltag? Also zu Hause? Nein. Das hat das mit Strom zu tun, wo das Geräusch auftaucht? Nein. Nein. Ist es ein mechanisches Gerät? Nein. Ist das überhaupt ein Gerät? Nein. Nein. Gut, dann hätte ich mir die Sachen ja vorher schon. 600 Euro. Manchmal ist es gut, das Adjektiv wegzulassen. Ja. Ich hätte mir das Adjektiv sparen können, dann wären wir schneller durch gewesen. Hat das was zu tun mit dem Plenarsaal? Nein. Ich gehe mal auf Ihre Auftraggeber. Werden Sie beauftragt von Privatleuten? Nein. Sind Ihre Kunden die öffentliche Hand? In dem Fall, ja. Sie haben nur Kunden aus der Administration, der Regierung? Nein. Also auch Privatleute? Ja, richtig. Und gehe ich zu Ihnen hin, wenn ich etwas von Ihnen möchte? Erstmal ja. Und dann würden Sie mir etwas vorstellen, was ich dann aussuche? Ja. Ja. Das ist ein extra eingerichteter Raum. Ja. Aber das suchen wir nicht. Naja, es geht. Also ich versuche nur. Okay. Ja, schade. Ich versuche nur, das voranzutreiben. Ja.
geht um einen speziellen Fall. 800 Euro. So. Gibt, hört. Um einen speziellen Fall. Ja, er hat das eine bestimmtes Geräusch, genau, einen Klang gemacht, den wir kennen, das Sirenengeräusch. Genau, oder sowas. Er hat irgendwie eine Glocke gestimmt oder sowas. Ja. Und in diesem einen Fall war die öffentliche Hand, genau, der Auftraggeber. Irgendwie im Fernsehsignation, also Tatort, also ich sage es mal Tatort irgendwie vorne. Das ist zu jung dafür. Aufpassen. Entschuldigung, ich muss mal. War das jetzt ein Hinweis oder eine Kritik an uns? Nein, ich musste nur schnell etwas Flüssigkeit zuführen. Martin Zörner. Hat ja nichts mit Lebensmitteln. Ja, sowas. Martin Zörner. Ist zu jung. Wir sind ja neu. Oder hat das was mit Bier? Okay, wir versuchen. War das ein Tipp? Fängst du Nein, an? War kein Tipp. Ich glaube, er hat diese Grußkarten zum Geburtstag entwickelt. Die oder diese nervigen Teile. Ja. Oh, dann hätte ich Ihnen was zu sagen. Aber das wäre lukrativ. Das wäre gut gewesen. Nein. Schöne Idee, aber nein. Okay, wir reden über öffentliche Hand. Wir sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Sie haben den Sound für die 20 Uhr Tagesschau entwickelt. Düm, 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 düm. Nein. Ich bleibe bei Warnsignalen. Sie haben Sirenengeräusche. Sie sind Spezialist für Warnsignal und Sie haben Warnsignal und Sirenengeräusch studiert. Und Ihre Doktorarbeit ist die optimale Darstellung des Blaulichts auch bei lauten Umgebungsgeräuschen. Nein. Kommt vielleicht nochmal. Nein. War dicht dran. Hubertus. Also du hast sehr präzise gesagt, Kai, dass unser Gast nicht eine App oder sowas. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht eventuell für einen großen Handyanbieter diesen Ton entwickelt hat, wo wir alle immer zum Handy greifen, weil wir glauben, es ist unser Handy. Standard-Klingelton. Sie haben den Standard-Klingelton eines großen Handyanbieters entwickelt, wo ich immer glaube, mein Handy geht, dabei ist das vom Nachbarn. Nein, das ist es auch nicht. Und damit, lieber Benjamin, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Jetzt. Benjamin, ja. Stichwort Elbphilharmonie. Sie sind daran schuld, dass das so lange gedauert hat. Benjamin, machst du gut? Geben Sie mal das Geld zurück. Ja. Benjamin, Sounddesigner, hat maßgeblich die berühmte weiße Haut, die aus 10.000 Teilen bestehende weiße Haut entwickelt, die für diese unvergleichliche Akustik in der Elbphilharmonie sorgt. Wow. Definitiv nichts mit der Verzögerung zu tun. Die Hamburger Elbphilharmonie. Weltweit bekannt für Kostenexplosion und Klangfeuerwerk. Und genau hier kommt Benjamin Koren ins Spiel. Der Frankfurter und heutige Wahl-New Yorker hat dafür gesorgt, dass man auf jedem Platz in der Elfi perfekt hören kann. Mein Name ist Benjamin Koren. Ich habe die akustischen Paneele der weißen Haut des großen Saals der Elbphilharmonie entwickelt und konstruiert. Nach den Vorgaben des berühmten japanischen Akustikers Toyota hat Koren die geometrische Struktur der Wandoberfläche im Detail berechnet. Die weiße Haut besteht aus ca. 1 Million schallstreuender Zellen und wurde mit Computeralgorithmen erzeugt, die ich für diesen Zweck programmiert habe. Anhand meiner Daten wurden die ca. 75 Kilogramm schweren Paneele vom Bauunternehmen aus Gipsplatten gefräst. Wie bei einem großen, überdimensionalen Puzzlespiel mussten alle Paneele, von denen keiner dem anderen gleicht, perfekt aneinander passen. Ein wirkliches Wahnsinnsprojekt. Längst eilt der Ruf als einer der besten Konzertsäle der Welt der Elbphilharmonie voraus. Und die Besucherzahlen beweisen es. Ich bin sehr zufrieden, dass alles so geklappt hat, wie wir uns das damals vorgestellt haben. Und es ist jedes Mal eine sehr schöne Erfahrung, den Saal zu besuchen. Auch im Bewusstsein, dass dieser den Bürgern und den Besuchern der Stadt Hamburgs noch viele Jahre Freude bereiten wird. Und auch ich freue mich jetzt schon auf mein nächstes Konzert dort. Und dabei wünschen wir einen grandiosen Hörgenuss. Wie kommt man
Wie kommt man zu so einem Auftrag? Als Praktikant. Nein, nicht wirklich. In der Tat? In der Tat, ja. Ich habe als Praktikant im Architekturbüro angefangen, 2005, und mich langsam hochgearbeitet. Als das Gebäude dann in die Ausführung ging, wollte ich eigentlich zurück an die Uni gehen, weiter studieren, und habe dann einen Anruf bekommen, dass sie unbedingt Hilfe brauchen, diese akustische Haut auch zu fertigen. Und das habe ich dann im Auftrag umgesetzt. Ja. Ja. Das ist ja weniger eine rein architektonische Leistung. Das ist in der Tat, wie wir auch gerade gesehen haben, das ist ja eine Programmierungskunst. Richtig, ne? Genau. Also es ist ja eine digitale Leistung, genau, am Ende. Ja, wie lange hat es gedauert, das zu programmieren? Die Programmierung an sich war nicht sehr lange, deswegen ich bin nicht an der Verzögerung. Reine Programmierzeit, würde ich sagen, vielleicht ein halbes Jahr, on and off. Aber dann die ganze Ausführung, das hat dann schon ein, zwei Jahre gedauert. Ja. Was war das denn vom Moment, als das erste Mal, es gab ja wahrscheinlich irgendwann mal einen akustischen Test. Ja, und da musste ja dann auch am Ende alles stimmen. Genau, aber das wurde alles sehr sorgfältig auch im Vorfeld geplant und geprüft. Die Akustiker haben da wirklich gute Arbeit geleistet, die Architekten natürlich auch. Und also waren keine Überraschungen. Das hat aber alles, das erste geklappt, Konzert, ja, war ein absolutes Highlight. Das war ein Highlight, ja. Großes Highlight. Ja, heute ist auch ein Highlight. 1.000 Euro sind es geworden. Tut mir leid. Ja, und eine wunderbare Geschichte. Nein, muss ich mich nicht für entschuldigen. Ja, viel Spaß mit dem Geld. Alles Gute für die Zukunft. Und danke für den Besuch. Ja, danke, Benjamin. Es gibt viele Gründe, warum es einen großen Wert hat, unsere schöne Sendung zu schauen. Das war nur einer davon. Und ein weiterer, der kommt jetzt. Michael Burge aus Berlin, herzlich willkommen. Hallo. So, meine Damen und Herren, wenn Sie mitraten wollen, schließen Sie jetzt die Augen. Ja, wenn Sie ein Freund feiner Töne sind, halten Sie sich die Ohren zu. Jedes Mal andere Reaktion. Oha. Michael, Michael. Ja, ja. Ja, ja. Also, ja, ja. Der Michael, der Jörg beginnt. Ne? Gut. Der Ratehinweis lautet 50 Shades of Grey. Leider gut. Moment. Moment. Super. Hubertus, Hubertus. Was ist das? Ich weiß es nicht, Jörg. Gut. Ich habe davon nie gehört. Alles klar. Jörg, bitte. Okay, suchen wir Ihren Beruf? Nein. Suchen wir Ihr Hobby? Ja. Gut. Sind Sie gerne im Baumarkt? Nein. Hat es mit Kabelbinder zu tun? Nein. Hat es was mit Sex zu tun? Mit was? Mit Sex. Mit was? Mit was? Gut. Nein. Okay. Hat es dieser Film, den wir ja alle kennen, 50 Shades of Grey, hat der etwas damit im weitesten Sinne zu tun? Nein. Machen Sie Geräusche? Nein. Findet Ihre Frau das gut? Meine Frau findet das sehr gut. Gut. Sind Sie der Einzige, der das macht in Deutschland? Also das, was wir da gesucht haben, ja. Ja, da bin ich der Einzige. Sind Sie der Einzige? Könnte ich das auch? Ja. 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 Hobby sicher war das, ne? Hobby. Also, guten Tag. Wir suchen also Ihr Hobby. Ja. Sammeln Sie etwas? Nein. Stellen Sie etwas her? Also basteln im Sinne von? Nein. Nein. Sie tun etwas? Ich tue etwas. Ja. Hat das was mit Grautönen zu tun? Nein. Also quasi. Ja. Im weitesten Sinne ja. Ja, ich dachte. Ich dachte, schwarz-weiß. Das ist okay, Sie tun etwas. Tun Sie das zu Hause? Nein. Das machen Sie außerhalb? Jawohl. Müssen Sie sich dabei viel bewegen? Also ist es etwas Sportliches? Ich muss mich sehr viel bewegen. Aber es ist nichts Sportliches. Ich meine, es ist nicht Sportliches. Benutzen Sie dazu ein Gerät? Nö. Also Sie fahren nicht oder so, sondern Sie laufen herum dabei. Richtig. Suchen Sie etwas? Nein. Haben Sie was gefunden? Ja. Eine Erfüllung, ja. Eine Erfüllung, ja. Ich
gehe noch mal auf den Ratehinweis. Sind Sie umgeben von vielen anderen alten Menschen? Ja. Wieso anderen alten Menschen? Naja, weil 50, also Sie als sehr junger Mann sind Sie, aber weil 50, also 50, also Sie sind umgeben von anderen Menschen, die deutlich älter sind als Sie und auch graue Haare haben. Hat es irgendetwas, ich denke jetzt an meine Mutter, irgendwas mit Fortbildung zu tun? Nein. Schade. Sie gehen mit anderen Menschen über 60 nach draußen? Nein. Aber Sie machen Sie etwas mit alten Menschen? Ja. Ist es das, wonach wir suchen? Ja. Ja. Ich habe eine Idee. Sehr gut, Robertus. So, 600 Euro, Michael. Ja. Stefanie. Machen Sie Sport mit anderen Menschen. bringen Sie ältere Menschen zusammen, verkuppeln Sie die? Nö. Nicht primär. Nicht unbedingt. Und Sie bleiben mit den Menschen in einem Raum? Die bleiben Tanzen Sie mit denen? Bitte? Tanzen Sie mit denen? Nein. Ja, aber kann... Ja, naja, gut. Ja, Sie... Ja. Aber das ist nicht das, was ihr macht. Ja. Feiern Sie Partys mit denen? Ja. Sie sind DJ für ältere Leute? Ja. Sie machen Partys, sind der älteste DJ, der Senioren-DJ. Ja. Ja. Aber die Besonderheit haben wir noch nicht. Ja, macht das. Geduld. Nackt. Geduld. Ja, das Besondere. In einem Altersheim. Nein. Aber so, 800 Euro. Das war super. Aber es gibt natürlich eine Besonderheit bei der ganzen Geschichte. Nah dran, ja. Es ist sehr organisiert. Er geht mit denen in die Elbphilharmonie. Der einzige, der einzige Inhaber einer Diskothek, wo nur ältere Menschen hingehen, wo es aber beim Eingang schon Haschisch gibt. Ja, ja. Auf Rezept. Ah, das kann auf Rezept. Disco. Ja, sowas. Disco finde ich so gut. Eine Ü70-Party. Vielleicht macht er auch so Travolta. Vielleicht. Ja. Nein. Ist er John Travolta? Er ist John Travolta. Die deutsche Antwort auf John Travolta. Nein. Sie sind der erste und einzige Betreiber von Fischsucht-Fahrradpartys von Ü70. Nein. Fischsucht-Fahrrad. Kennst du nicht? Nein. Fischsucht-Fahrrad? Ja. Ich weiß, was das ist. Das sind so Single-Partys. Ja, kann ja sagen, die bleiben Singles, wenn ein Fisch ein Fahrrad sucht. Okay. Ich glaube, Sie sind der einzige DJ Deutschlands, der in Altersheimen Grammophonplatten auflegt. Nein. Nein. Ich probiere genau das andere. Sie sind der Einzige, der wirklich mit den älteren Menschen Heavy Metal Headbanging macht. Aber wirklich vom so. Also Black Sabbath so. Also die ganz harte Nummer. Nein. Nein. Er veranstaltet Ü50 Partys und spielt die. Pass auf, was du sagst. Sind wir alle schon hier? Ja, ja, wegen 50. Mach. Aber eigentlich wird 50 ist ja noch nicht alt. Also ich glaube, dass es wirklich die Senioren betrifft. Also Senioren bleibe ich dabei und der spielt die Musik aus ihrer Jugend. Rock'n'Roll-Partys vielleicht. Ah, ja, das wäre doch nicht so. Nein, nah dran, aber es ist nicht die Lösung. Insofern, Michael Borger, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Wir haben es. Alles wegräumen. Ja, wir fangen doch mal an, wir haben es. Er hat eine Rentnerband. Wäre auch eine schöne Idee gewesen. Auch nicht. Nein, es ist auch nicht. Michael Borger hat vor fast 45 Jahren die erste Senioren-Disco in Deutschland gegründet, die es bis heute noch gibt. Und ist zwar jeden Montag. Ja? Jeden Montag. Ich hab's doch gesagt. Jeden Montag. Ja. Und da kommen wir alle irgendwann mal hin. Hallo, ich bin Michael Borge und ich mache seit 44 Jahren die erste Seniorendiskothek Deutschlands. Endlich wieder Montag!
Ja, denn hier ist Montag, Samstag, Ausgehtag. Disco-Zeit, warum? Weil alles nach Disco schreit. Tanzen ja, aber nicht bis zum Umfallen. Das Publikum ist schließlich keine 20 mehr. Schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Ich war 26 und mit der Rentner-Disco habe ich mir doch einen Traum erfüllt. Aber jeder, der gehört hat, dass ich sowas machen möchte, hat sich erstmal den Kopf gefasst und hat gesagt, ey Junge, das wird nie was. Von wegen. Nach ein paar Startschwierigkeiten ist auch heute noch jede Woche in einer Berliner Tanzschule die Hütte voll. Kaum zu glauben. Der alte Tango. Und die Fans außer Rand und Band. Es ist einfach eine Freude, hierher zu gehen. Ich bin 91 Jahre alt und ich komme seit 15 Jahren hierher. Und dann kriegen wir Frauen dann ab und zu mal Rosen geschenkt. Oioioioioi. Michael Borger hat den Dreh raus. Dank guter Kontakte aus alten DJ-Zeiten und zur Musikbranche kommen auch gerne mal große Stars vorbei. Ich habe Max Rabe im Theater des Westens kennengelernt. Ich fand ihn so gut, dass ich ihn in den Musikverlag geholt habe. Und nach 15 Jahren hat er gesagt, Michael, als Dankeschön würde ich gerne mit meinem gesamten Orchester zu dir in die Seniorendiskothek kommen. Und das hat er gemacht und das ist wirklich eine große Herzensgeschichte. Wer einmal kommt, kommt immer wieder. Das ist Michael Borges Versprechen an seine tanzwütigen Senioren. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Ich will doch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Danke, ganz klar. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Ja. Aber wie kommt man als 26-Jähriger ausgerechnet auf die Idee, eine Seniorendisco aufzumachen? Ich war Diskjockey in der Badewanne, also in der prominenten Diskothek Badewanne in Berlin. Und ich hatte eine Einladung bekommen nach Hamburg, und zwar zu einer großen Schallplattenfirma, die eine Langspielplatte herausbrachte, die hieß die Seniorendiskothek. Und diese Betitelung dieser Langspielplatte fand ich so gut, dass ich gesagt habe in Berlin zu einem Journalisten, du, ich möchte eine Seniorendiskothek machen, ich möchte das für die Leute öffentlich machen. Und da hat er gesagt, eine gute Idee, mach mal, ich helfe dir. Und in diesem Falle hat der Journalist mir auch eine Möglichkeit gegeben, das so weiterzuführen. Ich verschenke also jeden Montag 100 Rosen. Früher waren es Langspielplatten, heute freuen sich die Leute über Rosen. Ich verschenke den doppelten Michael, das ist eine kleine Flasche Piccolo, die ich für euch alle auch noch mal mitgebracht habe. Gut für die Stimmung. Richtig. Und ich habe aufgrund meines Berufes, den ich ja habe, ich arbeite in einem Musikverlag in Berlin, auch eine Möglichkeit, immer wieder an Künstler zu kommen, die gerne zu mir kommen. Einmal im Jahr gibt es eine große Gala und ich habe dieses Mal schon wieder 18 Künstler, die dort auftreten werden, um den älteren Menschen eine Freude zu machen. Toll, super. Ja. Ja. Was für Musik spielen Sie? Ich spiele Musik, an die man sich erinnern kann, ganz wichtig. Und ich spiele natürlich auch heutige Musik, denn die Menschen, die dort zu mir kommen, die wollen nicht alt sein. Die wollen in erster Linie auch Lebensmut und Freude erfahren. Und das kriegen sie, indem sie auch die Charts hören oder mal Helene Fischer oder wie auch immer. Also, wer noch nicht da war, ist herzlich eingeladen, immer montags. Immer montags. Ja, die Seniorendisco in Berlin, dürfen aber auch gerne Leute von außerhalb kommen. Jeder kann kommen, der möchte. Jeder ist willkommen. Ja, Michael Borge, 1.000 Euro. Ganz lieben Dank. Ja, herzlichen Dank für den Besuch. Danke. Vielen Dank. Kaum zu glauben, was es alles so gibt, meine Damen und Herren. Wenn Sie es noch nicht wussten, bei uns erfahren Sie es. Danke fürs Zuschauen und danke an unser Rateteam, an Bernhard Hoeker, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumm und Jörg Pilawa. Morgen ein guten Morgen. Einen schönen Sonntagabend noch. Kommen Sie gut in die neue Woche. Bis nächste Woche. Tschüss, machen Sie es gut.